Hallo zusammen and thanks for tuning in. This is the second and last vlog of my little trip to Oberhausen with my friends Alex and Steffi. In this episode you will see some impressions on a German flea market, der Flohmarkt. In case you haven't watched the first vlog with a German zoo trip, you can click the thumbnail at the end of the video. And now enjoy the vlog. Meine Freunde haben mein Gästezimmer geschmückt. Das Gästezimmer in der Ferienwohnung nachträglich zum Geburtstag, zu meinem 25. Ach, ist das geil. Wir sind jetzt gegenseitig in unseren Videos drin. Voll geil. Ja, richtig. Richtig. Und diese Ferienwohnung, muss ich auch mal wirklich sagen, ist richtig, richtig schön. Ja, ne? Ja, ich auch. Eine richtig schöne Ferienwohnung. Ja. Mein Geburtstagskuchen. Lecker, lecker. Hamburger. Sind auch top in Form, die Brötchen. Ja, die sehen super aus. Hat sich auch nie jemand draufgesetzt oder so. Der Rauchmelder. Yeah, awesome. After spending the first day at the zoo in Duisburg, we headed off to a flea market in Cologne, in Köln. Ich wollte Alex gerade Tomb Raider schenken, aber er wollte es nicht haben. Ja, das ist richtig. Ich kann das bezeugen. Und ich kann es verstehen. Und ich finde das nicht gut, Alex. Ich finde das nicht gut. Dieses Spiel wollte zu dir. Man muss sich seinen Ängsten nicht immer stellen. Das ist nicht immer von uns. A market like this is called der Flohmarkt in German. Der Flohmarkt, Singular, die Flohmärkte, Plural. Auf einem Flohmarkt kann man viele Sachen kaufen, zum Beispiel alte Gegenstände oder auch Antiquitäten. Manchmal findet man dort sogar kostbare Raritäten. Die Pferderennbahn, das Pferd. Singular, die Pferde, Plural. Huge area. Thank you.
I also played Risk Risiko for the first time in my life, and it's a really, really awesome game. We had a 5-hour session, and it was really awesome, although you have to be really concentrated and focused all the time, but I think I'll play that again because it was really, really awesome. However, thanks for watching. This was the second and last vlog about my short trip to Oberhausen. In case you enjoyed it, let me know by hitting the like button. That's really appreciated. And, well, thanks for watching again. I'm your Vlog Dave. Tschüss und bis zum nächsten Mal.